Jessica Haller verrät, was sie einem Tag ist. Johannes, 34, und Jessica Haller, 32, haben eine Tochter, sind mega happy miteinander. Mit ihren Körpern waren sie es irgendwann nicht mehr. Paparazzi-Bilder hatten den beiden die Augen geöffnet. Es gibt Paparazzi-Fotos von uns. Ich wusste nicht, ob ich weinen oder schreien sollte, erzählte die Ex-Bachelorette in einem Video, das sie im vergangenen Jahr auf YouTube veröffentlichte. Für das Paar war das der Zeitpunkt, um etwas zu ändern. Ihr Plan, in 70 Tagen zu einem neuen Körper. Und es hat geklappt. Jetzt wagt die 32-Jährige das Experiment erneut. Schweiß ist in den 70 Tagen ihrer Fitnessreise bei Jessie und Johannes in Mengen geflossen. Vielleicht waren sogar ein paar Tränen dabei. Die 70 Tage waren echt krass. Ein totales Auf und Ab, erinnerte sich der 34-Jährige. Auf YouTube zeigte das Reality-TV-Paar, wie hart die Transformation wirklich war. Kein Alkohol, viel Sport mit einem Personaltrainer und nur gesundes Essen, viele Entbehrungen und sicherlich auch Stress, die beiden haben viel Disziplin bewiesen. Und das möchte vor allem sie auch in 2023 wiederholen. Ohne Fleiß kein Preis, wissen die Eltern von Töchterchen Hailey Sue, 2, jetzt. Doch für die beiden hat es sich absolut gelohnt, 70 Tage lang auf viele Annehmlichkeiten zu verzichten. Beide haben deutlich an Körperfett verloren, ihre Bodies sind jetzt viel straffer und muskulöser. Wie sehr sie sich verändert haben, zeigten sie in einem Posting im Oktober 2022 auf Instagram. Auf den Fotos sind sie in Badekleidung zu sehen, stolz präsentieren sie ihrer Community ihre trainierten Bodies. Bei beiden ist sogar ein Sixpack zu erkennen, die Oberarme und Schenkel sind deutlich definierter. Das Wichtigste jedoch für die beiden, das sieht nicht nur in meinen Augen besser aus, man fühlt sich auch besser. Für Jessica Haller geht das Projekt Body jetzt in die zweite Runde. Wie sie bei Instagram verrät, hat sie ihre 70-Tages-Challenge wieder gestartet. Was das bedeutet, intensives Training und bewusstes Essen. Zweiteres zeigt sie auf ihrem Account nun ganz konkret. Was isst Jessica an einem Tag? In einem Reel verrät sie es jetzt. Sie trackt ihre Werte genau. 1. 600 Kalorien nimmt sie täglich zu sich, aufgeteilt in 40% Eiweiß, 35% Kohlenhydrate, 25% Fett. Dass gesunde Lebensmittel auf dem Essensplan stehen, ist vielleicht keine Überraschung. Dass sie trotzdem quasi ganz normal essen darf, damit hätte man vermutlich nicht gerechnet. Frühstück, Mittagessen, Abendessen und zwischendurch sogar Schnacks, allzu restriktiv ist Jessies Plan nicht. Wichtig ist aber natürlich, dass kein Alkohol und kein raffinierter Zucker verzehrt werden. Și zici că stăm fort, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort. Rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hipa prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocan umane spre cer și dau și o scară mare. Astrologia treabă ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul zic. Jos Pătescu, jos Ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul. De când mai toți ziceau că